Hallo, ich bin Franziska von Menschen für Menschen und ich probiere heute einen original äthiopischen Wasserkanister mit einem original äthiopischen Tuch auf die original äthiopische Art und Weise zu transportieren. Mal schauen, wie das funktioniert. Der Versuch war schon mal recht erfolgreich, allerdings ist der Wasserkanister ja noch leer. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu unserer Wasserstelle und probiere das dann noch mit vollem Kanister. Ich bin jetzt bei unserer Wasserstelle angelangt. Zugegeben, es war nicht allzu weit. Da hatte ich es durchaus besser als die Frauen in Äthiopien, die viele Stunden täglich oft zur nächsten Wasserstelle unterwegs sind. Ich habe den Kanister auch schon mal angefüllt, ungefähr 20 Liter passen hier rein. Mal schauen, ob ich den überhaupt heben kann. Uff, das ist schon mal eine ziemlich schwere Angelegenheit. Wenn man den dann stundenlang schleppen muss, das ist sicher nicht angenehm. Ja, mal schauen, ob ich es überhaupt schaffe, den auf meinen Rücken zu bringen. Oh, ich stelle schon mal ab. Aus Platzgründen werden wir das an unserem Ausgangsort versuchen. Bis gleich. Und los geht's. Übung macht den Meister. Aber für heute habe ich mir Gott sei Dank schon in weiser Voraussicht eine Kollegin mitgenommen. Bitte hilf mir mal, Martina. Nun ja, alleine zur Wasserstelle wäre wohl nicht so erfolgreich gewesen. In Äthiopien schaut das anders aus. Die kleine Koritsche aus Gindeberet, unserem neuen Projektgebiet, wird uns jetzt zeigen, wie es wirklich geht. Denn sie macht das jeden Tag. Ich weiß nicht, ob sie das kennt, das ist direkt und kürzlich.
Ich bin der Richtige. Ich bin der Richtige.